liebe Schwestern und Brüder, gibt keine Religion ohne Regeln. Religionen sind, wo Menschen die Frage nach dem Letzten stellen und dann zu bestimmten Vorstellungen gelangen. Und es gehört zu jeder Religion dazu, dass dann auch Regeln entwickelt werden, wie sich der Mensch denn gegenüber diesem Letzten, diesen Göttern oder diesem Göttlichen und so weiter verhalten muss, damit es recht ist. Also es gibt in jeder Religion Regeln. Regeln für Waschungen, Regeln interessanterweise am meisten fürs Essen, ja, weil das ja ein auch philosophisch problematischer Akt ist, den wir machen, denn damit wir leben können, müssen wir anderes Leben vernichten. Man kann sagen, okay, vegan, ja, aber das ist auch anderes Leben, auch eine Pflanze lebt. Also wir können nicht anders leben als Menschen, ja, ohne dass wir jetzt eben anderem das Leben nehmen. Biblische Offenbarung sagt, dass das auch so gedacht ist von Gott, ja, über weite Strecken hinweg. Aber ich sehe in der letzten Zeit auch Filme über Tiertransporte, gerade im ORF, wo es einem den Magen umdreht. Und ich möchte nur sagen, mit dem Papst und wir sind für Tierschutz. Das nur so nebenbei. Aber wir leiden auch darunter, wenn Tierschutzorganisationen mehr mit Spenden bedacht werden, als wir, die wir jetzt eben versuchen, Menschen vor dem Verhungern zu retten. Also auf jeden Fall, es gibt Regeln, ja, und diese Regeln sind in allen Religionen. Also, ja, eine Besonderheit ist das Judentum, denn beim Judentum ist eine Stufe weiter schon gegangen. Hier ist es nicht der Mensch, der sich ein Verhältnis zu Gott bildet, sondern hier dreht sich ja die Bewegung um, da kommt Gott zum Menschen. Und Gott sagt dem Menschen auch, was er tun soll, damit er jetzt eben Gott gefällt. Und jetzt sind wir im Raum eben bereits dessen, was wir heute gehört haben. Denn Jesus lebt im Milieu des Judentums und da gab es zu seiner Zeit 613 Gebote, die man beachten musste. Niedergeschrieben wurden diese 613 Gebote erst dann im Mittelalter. Es waren positive Gebote, was es gut ist zu tun, und negative Gebote, was es verboten ist zu tun. Und unter anderem ganz heilig für die Juden und mit vielen Regeln umgeben ist der Sabbat. Und da sind wir mittendrin. Jesus geht mit seinen Jüngern durch die Kornfelder und die reißen Ähren ab. Und das ist Sabbat und das ist verboten. Wenn wir heute nach Israel kommen, also dieses Nicht-Sich-Bewegen und Nicht-Arbeiten am Sabbat, das ist so streng genommen dort, dass du nicht einmal auf einen Schalter von einem Lift drücken darfst als Jude, kein Auto verwenden darfst und so weiter, aber nicht einmal auf den Liftschalter darfst du drücken. Deshalb haben sie dann so Lifte, die automatisch eben jetzt fahren, die offen sind. Paternoster nennt man das. Die fahren in einem und die in den Hotels werden dann die Lifte am Sabbat werden auf diese Paternoster-Funktion gestellt, sodass man nicht draufdrücken braucht. Das ist auch der Grund, was viele nicht wissen, warum es keine riesigen Synagogen gibt. Ja, du hast riesige Kirchen, Kathedralen, ja, wo die Christen sich versammeln zum Gottesdienst. Du hast riesige Moscheen, wo die Muslime sich zum Gebet jetzt eben versammeln. Aber du wirst keine große Synagoge finden. Das ist ganz einfach erklärt, weil du am Sabbat nicht weit gehen darfst. Du darfst dich nicht bewegen. Ja, du darfst. Das ist verboten eben jetzt und deshalb kann es eben nur kleine Synagogen geben und erreichbar, wo man zusammenkommt jetzt eben, um den Sabbat dort zu feiern. Es gibt diese Regeln im Judentum und hier sind sie etwas anderes als die Regeln, die in den Religionen erfunden worden sind. Hier sind sie das heilige Gesetz Gottes, auch für uns Christen. Jesus sagt an einer Stelle sogar, er ist nicht gekommen, um aufzuheben, sondern zu erfüllen. Heilig deshalb, weil Gott sie gegeben hat. Das muss man dazu sagen, denn die Pharisäer, die kommen bei uns ja immer so schlecht weg. Aus den Pharisäern ist bei uns eine Eigenschaft geworden. Ja. Aus dieser Gruppe der eifrigen Juden, die es zur Zeit Jesu gegeben hat, ist bei uns ein Schimpfwort geworden. Ein Pharisäer ist einer, der äußerlich religiöse Regeln befolgt, aber innerlich sich nichts schert. Und das war zur Zeit Jesu nicht so. Also da sind sie zu einem Negativbegriff geworden, den sie eigentlich nicht verdienen, aber sie hatten natürlich eine negative Entwicklung in sich, die Jesus korrigieren wollte. Denn die haben ja zur Zeit Jesu die Gebote Gottes, des Hochgelobten, des Einen, dessen Name unaussprechlich und erhaben ist, aus religiösen Eifer diese Gebote gehalten.
Die haben ja die Herrschaft Gottes, das Reich Gottes eben jetzt herabwirken wollen, indem sie diese von Gott gegebenen, nicht von Menschen erfunden, von Gott gegebenen Regeln beim Essen, beim Waschen und so weiter, bei der Pflege, beim Umgang untereinander, beim Verhalten gegenüber den Familienmitgliedern und den Sklaven und so weiter, indem sie die eingehalten haben. Also das waren die Guten. Das waren die, wie wir sie heute auch in der Kirche haben, das waren die, die alles machen wollen, ja? Also die genau jetzt eben fromm sein wollen, die früh, spät, abend beten und wehe nicht und so weiter. Und Unterschied ist dann, aber zum Christentum hin. Und das wird ja hier auch ausgedrückt, weil hier eine große Aufregung entsteht, weil diese Jünger da am Sabbat eben Ehren abreißen, also Arbeit verrichten, und Jesus weiß dann zurecht, der Sabbat ist nicht für den Menschen, ist nicht für Gott da, sondern der Sabbat ist für den Menschen da. Den hat Gott zum Heil des Menschen gegeben. Das sagt er, der selbst zum Heil des Menschen gekommen ist. Die Korrektur, die Jesus hier vornimmt, ist diese Korrektur des Für, des Sinnhaften. Dass die Regeln nicht um der Regeln gegeben werden, sondern dass sie einen inneren geistlichen Sinn haben. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Sie haben einen inneren geistlichen Sinn, das ist ganz, ganz wichtig. Und da müssen wir auch aufpassen. Bei uns kommt das ganz Neue dazu als Christen, dass bei uns überhaupt jetzt eben das Gesetz eine andere Funktion hat. Bei uns ist es nicht ein Regulativ, das Gott dir gibt, und das musst du halten, damit du dich durch das Halten selbst in die Erlösung, in das Rechtsein vor Gott bringst, also eine Anleitung zur Selbstrechtfertigung. Ich möchte das ein bisschen plakativ mit Paulus so formulieren, sondern bei uns ist alles Antwort. Bei uns ist alles Antwort auf ein Heil, das Gott geschenkt hat, auf eine Rechtfertigung, die Jesus gewirkt hat, die ich nicht wirken muss, indem ich am Sonntag in die Kirche gehe, indem ich faste am Freitag, indem ich jetzt eben die 10 Gebote halte und indem ich Nächstenliebe übe. Das ist nicht ein mich selbst ins Heil bringen durch mein eigenes Tun, sondern alles, was ich tue, ist Antwort Jesus. Ja, Jesus, du hast das schon getan, du hast das ermöglicht. Aus Liebe antworte ich dir, indem ich jetzt eben das halte, was du von mir verlangst. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt, wird Jesus jetzt eben sagen. Das sind meine Freunde. Also da ist eine andere Mentalität drinnen. Da ist nicht die Gesetzlichkeit, ich muss das tun, ja, weil dann sonst kommt Strafe Gottes oder sonst was, oder dann verwirke ich mein Heil, sondern alles, was wir tun, ist eine Antwort jetzt auf die Liebe Gottes. Naja, ist schon die Gefahr dann, wenn man jetzt so den Pater Karl, wenn ich mich jetzt selber so predigen höre und ich stelle mir vor, ich sitze jetzt so zu Hause vom Fernseher und sagt, na, ist der Pater Karl jetzt auf einmal ganz liberal geworden, weil wenn er jetzt eben sagt, wir müssen gar nicht selbst uns das erlösen und so weiter, da könnte ich ja in diese Haltung kommen, liebe und tu, was du willst. Ja? Da konnte ich ja in diese Haltung kommen, die heute auch tatsächlich viele ja in der Kirche haben, der Skrupellosigkeit. Ich habe keine Skrupel, ich lebe irgendwie. Im Evangelium steht so, in den Geboten steht so, aber der liebe Gott ist ein lieber Mann und ich werde mir schon richten. Nein, das habe ich nicht gemeint. Wenn du Jesus begriffen hast in deiner Liebe zu dir, in dem, was er am Kreuz getan hat, wird die innere Verpflichtung, seine Gebote zu halten, viel größer werden, als wenn du es bloß deshalb tust, weil du dich erlösen möchtest. Sie wird viel größer sein im Blick auf das Kreuz, ja, dein Bemühen jetzt eben auch das Richtige zu tun, wird viel größer sein, weil es von einer inneren Liebe getragen ist. Die Erfüllung der Gebote ist für uns Christen eine Tat der Liebe und nicht eine Tat der Pflicht. Und deshalb haben wir dann auch bei dem, was sich im Judentum eben im Pharisäismus an Gesetzlichkeit entwickelt, eine gewisse Entlüftung, eine gewisse Erleichterung. Wir können auch manchmal sagen, naja, ein Beispiel. Früher war es üblich, dass wir in der Kirche, in der katholischen Kirche, ab Mitternacht nichts gegessen haben, wenn wir zur Heiligen Kommunion gegangen sind. Das wurde auch sehr gesetzlich genommen und sehr ernst genommen. Alte Menschen haben mir erzählt, sogar bei ihrer Erstkommunion, die musste dann um 7 oder um 8 in der Früh gefeiert werden, weil auch die Kinder ja ab Mitternacht nichts essen durften und nichts trinken durften. Beim Zähneputzen musste man aufpassen, dass man nicht irgendwas schluckt, weil man dann nicht zur Heiligen Kommunion gehen konnte. Das Zweite Vatikanum hat diese doch sehr intensive Gesetzlichkeit, oder in der Folge des Konzils hat man das auf eine Stunde eucharistischer Nüchternheit verkürzt.
Hand aufs Herz, habt ihr das gewusst, wisst ihr das? Man sollte eine Stunde vor der Heiligen Messe nichts essen. In den orthodoxen Kirchen hat man eine solche Verkürzung nicht vorgenommen und vor der Heiligen Messe hat mich unser lieber orthodoxer Christ, der Samuel, gefragt, ob ich ihn ein bisschen dispensieren könnte, denn er schafft das nicht, mit U-Bahn und den ganzen Vormittag nichts zu essen und dann eben hier zur Heiligen Kommunion zu gehen. Er darf zur Kommunion gehen, wir geben sie ihm gerne, es ist auch kirchenrechtlich erlaubt übrigens, nur so nebenbei. Aber jetzt eben, also ich bin nicht dein Pfarrer, aber auf Jesus würde ich sagen, sagt, ja, du hast eine schwere Anreise und es geht nur um 3 Stunden bei ihm. Ja? Also, dass er 3 Stunden vorher eben jetzt nichts isst. Ich habe ihn noch gefragt, ob ich das auch zitieren darf bei der Heiligen Messe. Ja? Und das ist in der Liebe. Also, dass ich auf der einen Seite versuche, etwas zu halten aus Liebe, aber dann auch nicht in eine Gesetzlichkeit verfalle. Und das ist eine schwere Aufgabe, die nicht so ganz leicht ist, liebe Brüder und Schwestern. Und deshalb möchte ich euch einen Tipp geben. In allem, was ihr tut, seid eifrig, betet treu, haltet die Gebote, nehmt euch auch echt was vor, also nicht so ein laissez-faire, ja, also wie ich schon gesagt habe, Gott ist ein lieber Mann und ich mache irgendwas, was sollte der liebe Gott dagegen haben, wenn ich das mal nicht so mache und so. Nein, bitte nicht. Wir haben zu viel Laxheit und zu viel, wie soll ich sagen, irgendwas und dann geschieht gar nichts in der Kirche. Schon ernst nehmen, aber bitte fragt euch immer im Ernst nehmen, ist mein Motiv die Liebe? Ist mein Motiv die Dankbarkeit gegenüber Gott, der mich liebt? Wenn ihr diese innere Frage mit Ja beantworten könnt, dann seid ihr auf dem rechten Weg. Amen.